Ich bin Eva Brachert, ich verantworte den Bereich Suchmaschinenwerbung bei DevShop und habe maßgeblich dazu beigetragen, die Anzeigenkampagnen von DevShop bei Google AdWords aufzubauen. Heute gehört ein internationales Team von 200 Mitarbeitern zu DevShop, das sich um Online-Shops in 11 Ländern kümmert. Der ausschlaggebende Grund für uns, AdWords als einen primären Kanal zu nutzen, war, dass wir ab der ersten Conversion bereits einen positiven ROI erhalten, anders als bei anderen Werbeformen, bei denen wir erst investieren müssen. Die 4 Offline-Stores, die wir aktuell haben, machen nur etwa 2% des Umsatzes aus. Im Gegensatz dazu bringt Google AdWords gut 34% des Gesamtumsatzes ein. Damit wir auf ein möglichst gutes Verhältnis von Kosten zu Umsatz kommen, optimieren wir unsere Kampagnen mit der Bid-Management-Technologie von Adference. Ich bin Florian Nothoff, Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Bei Google AdWords haben wir den Vorteil, dass ich sofort sehen kann, ob sich die Werbung lohnt. Wir nutzen diese Performance-Daten, um die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Anzeige zum Kauf führt, mithilfe wissenschaftlich entwickelter Algorithmen zu berechnen und passen das Gebot in Google AdWords daran an. Über die automatisierte Aussteuerung durch Adference haben wir die Möglichkeit erhalten, Google AdWords in beliebig viele Länder automatisiert und auch zum bestmöglichen Klickpreis für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Produkten zu schalten. Seit wir unsere AdWords-Kampagnen mit Adference optimieren, konnten wir unseren Umsatz in Deutschland bei einer gleichbleibenden Kur um 30% steigern, in Finnland sogar verdoppeln. Rückblickend kann man sagen, dass wir diese Zahlen ohne Google AdWords und ohne die Optimierung durch Adference nicht im gleichen Maße erreicht hätten. Für uns hat es sich richtig gelohnt, Zeit und Manpower in AdWords zu investieren, dann aber auch komplexe Themen wie die Gebotssteuerung an externe Partner wie Adference zu vergeben.